nur die First Round gewonnen. Das ist natürlich. Das tut mir leid, das ist zum Kotzen. Also, keine Vorbesprechung, nichts. Einfach nur die Map rein. Und sieht ein bisschen aus, als ob das der Early Buy von Penta wird. Es gibt eine gute Gelegenheit, da raufzukommen Richtung Spot. 3 gegen 3 Situation. Und das könnte was werden. So, und jetzt gehen wir hier direkt über den Go-TV rein. Fast zeitgleich. Pronax raus aus dem Schacht, hat keinen Frag machen können. Ich kann nirgendwo hinschalten. Next. Und Flasher mit dem Double, das gibt's doch nicht. Und Panthers Boss lässt sich die Runde hier noch abnehmen. Das ist natürlich bitter gelaufen. Also, sorry an alle, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben. Oder genauso überrascht sind wie ich. Gut, dass du mir auch noch voll quatscht. Ich mach meinen eigenen Cast. Dankeschön. So, jetzt kümmern wir uns um die Runde. Fnatic, wie gesagt, 3:0 in Führung. Und die First Round gewonnen, die beiden. Oder die eine Anti-Echo gut überstanden. Panther hat dann früh gekauft. Und jetzt haben wir gerade dieses One-on-Two. Also eigentlich ist die Kommunikation der ESL mit uns Castern immer gut, aber hier auf dem Event, da werden wir komplett allein im Regen stehen gelassen. Und ja, das tut mir leid. Ich kann halt, wenn ich hier den ganzen Tag sitze, dann kann ich leider auch nicht immer die ganze Zeit am PC sitzen bleiben. Gegen Trouble sitzt. Flasher noch jemand mitgenommen. Es war der Versuch, Richtung B zu pushen. Und die Bombe liegt da ungünstig. Dementsprechend muss Panther sich jetzt auch hier auf den Baseball konzentrieren. Speedy schön runtergezogen. Schön gesprayt. Dennis kann sich durchsetzen. 1 gegen 1 Situation. Beide Spieler schon gut angehittet. Und das hier ist auch wieder eine Möglichkeit für Panther. Krims hat ihn ein bisschen ausgemoved. Dennis hat es gehört. Die Zeit ist abgelaufen und Dennis hat er abgesetzt. Und es hat wunderbar funktioniert, was er da gemacht hat. 4:0 Fnatic. Oh man, da hätte Dennis halt eigentlich auch durchziehen können. Natürlich ein bisschen unglücklich, dass Penta. Oh, das ist unglücklich. Es war ja eigentlich. Es ist ja klar, wenn sie die Map gewählt haben, dann fängt das Gegnerteam auf der stärkeren Seite an. Aber. Trotzdem hätte Panther hier sicherlich lieber auf der CT-Seite angefangen. Trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass sie unglaublich stark sind, auch als CT. Das heißt, hier dürfen wir zu früh sowieso nicht den Kopf in den Sand stecken. Und nach 4 Runden ist da sowieso noch nichts entschieden. Vor allem, da die letzten beiden Runden auch beide ziemlich knapp waren. Ist ein bisschen schade, dass daraus nichts entstanden ist. Jo. Seine Position bisher noch unentdeckt. 5:0. Und jetzt gibt es den nächsten Versuch für Panther Spots. Und ich denke, da wäre auch ein bisschen was drin. Speedy hat die AWP gepickt. Wahrscheinlich, weil er den Topspawn hat, wird er versuchen, mal einen Pick zu setzen. Da war es einen kleinen Ticken zu spät. Smoke gerade rechtzeitig aufgegangen. Dennis steht da schon unten. Da könnte man vielleicht versuchen, mit einem Molotov, den Trouble aber leider nicht in der Tasche hat, könnte man versuchen, ihn aus dem Schacht zu jagen. Dennis versucht stattdessen hier durch die Smoke durchzupushen. Bisher ist er noch unentdeckt.
Ich glaube, ihn hat auch immer noch keiner gespottet. Er weiß auf jeden Fall, wo einer steht. Da kommt die zweite Granate. Es könnte natürlich auch die Vermutung sein, dass das vom Gleichen kommt. Und Dennis' Position hier, die ist Gold wert. Von ihm hängt hier alles ab. Aber er muss sich natürlich den perfekten Moment dafür raussuchen. Und jetzt ist er gespottet. Seine Position ist aufgeflogen. Dennis kann trotzdem vielleicht jemand mitnehmen. Da oben links, der Gegner ist schon gut angeschossen. Speedy finisht die beide. Olaf Meister aus dem Schacht raus. Den hat er keiner auf dem Schirm. Olaf Meister. Oh mein Gott, hat er verschossen. Next musste natürlich abdrücken. Bisschen unglücklich, dass er ausgerechnet nur Speedy erwischt hat. Aber das war ein schöner kleiner Move. Dennis hat da auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt. Und die Runde hat sich Penta definitiv auch verdient. Zweimal haben sie es schon versucht und da war es ganz knapp. Und jetzt beim dritten Versuch, jetzt hat es definitiv dann auch verdient funktioniert. Phonax, drei Leute noch mitgenommen. Also wird das nicht ganz billig für Penta, aber trotzdem sehr gut funktioniert. Sein Sprung ein bisschen vergeigt und dann läuft der MVP von Olaf Meister rein. Das ist natürlich eine All-In-Situation. Entweder man trifft den Gegner direkt und ist schneller als er oder man wird eben abgezielt. Und dieser Olaf Meister hat verschossen. Dennis kann den Reflex setzen. Ein bisschen mehr Glück gehabt als Crystal. Und da hat natürlich Penta dann auch ein bisschen Glück, dass sie zwei fähige AWP-Spieler im Team haben, die sich beide auf Cash wohlführen. Dementsprechend gute Chancen gibt es hier, dass auch Dennis damit viele, viele wichtige Frags haben, setzen kann. So, jetzt haben wir Fnatic mit einem offensiven Push vor B. Und wenn Penta da relativ schnell reagiert und Richtung A rüberzieht, dann könnte es sein, dass sie da alles Gefährliche vermeiden. Aber es scheint nicht schnell genug zu sein. Fnatic ist offensiv unterwegs. Speedy muss nach hinten schauen. Hat den ersten. Kommt noch ein zweiter um die Ecke. Speedy, der zweite sitzt nicht. Über die T-Base ist Crimson schon gelaufen. Und Penta hat das Ganze als Aufforderung aufgefasst, Richtung B zu gehen. Flasher, der wäre wichtig gewesen, dass Next den gehabt hat. Troubley somit in der 1-on-3-Situation ist aufgeflogen. Für ihn fast keine Chance, die Runde zu holen. Entscheidet sich auch, defensiv zu gehen. JW hat nochmal abgesetzt, vielleicht kriegt er sogar nochmal die Zeit. Nein, Troubley lässt es sein. Hat die AWP schon in Sicherheit gebracht. Hätte durchaus Zeit gehabt, das Ganze zu versuchen. Fnatic ist immer noch nicht dran, aber ich denke, sie werden hier die Zeit nicht verstreichen lassen. Flasher zieht jetzt durch. 6:1. Schade auch, dass wir eine Runde für Penta, die vielleicht machbar gewesen wäre. Aber der offensive Push, der hat hier alles zunichte gemacht. Hinter ihm fällt die Deckung in sich zusammen. Chris ja auch mit dem Frag. Vielleicht die Möglichkeit hier in dieser Runde ein bisschen durchzubrechen. Chris hat sich natürlich eine Rüstung dazu gekauft. Schön reagiert vom Flasher. 3 gegen 3. Korrigiere 2 gegen 3. Penta in Unterzahl geraten. Jetzt wieder ausgeglichen. Speedy, Troubley. Nur noch Flasher am Leben. Da geht er down. Penta holt sich die Runde. 2:6. Und es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus, als wir es gerade auf Inferno gesehen haben. Die Runden waren bisher alle knapp. Jede einzelne davon, mit Ausnahme der Ecos natürlich, war eine knappe Geschichte. Na gut. Die war nicht so knapp. Hätte funktionieren können, aber war jetzt nicht so wahnsinnig knapp. Trotzdem, ich bleib dabei. Es gibt viele, viele gute Chancen für Penta Sports. Es wird doch gelacht, wenn davon nicht die ein oder andere auch mal gut gehen würde.
Und wir müssen davon ausgehen, dass Penta hier auf der CT-Seite einiges auf dem Kasten hat. Vorausgesetzt, Fnatic schafft es nicht, diese Offensiv-Pushes in den Griff zu kriegen. Und ich habe bisher noch kein Team gesehen, was das hinbekommen hat. Dennis. Das ist, glaube ich, der Versuch, vielleicht Richtung CD-Base reinzukommen. Würde sich natürlich anbieten. Er kann nicht ganz sicher sein, wo vielleicht der A-Spot noch steht. Pronox hat sich in die T-Mitte verschoben. Chris mit dem Double. Dennis mit dem Double. Die Runde sollte sicher sein. Also hier kein Drama, wie es aussieht. Kann sich AK sichern. Vielleicht lassen sie ihn davonkommen, aber Speedy ist schon dabei, ihn abzufangen. Jawohl, alles richtig gemacht. 6:3. Jetzt kommt wieder eine wichtige Runde. Fnatic hat eigentlich kein Geld, um sich ein AWP zu leisten. Es könnte natürlich dementsprechend passieren, dass sie vielleicht nochmal sparen. Aber ich glaube nicht, dass da so viel Respekt vorhanden ist, dass man hier nicht glaubt, auch mit den Rifles die Runde angehen zu können. Und ich denke, ja, also Pumpgun bei JW. Wir hoffen natürlich, dass er damit vielleicht ein, zwei Frags bekommen kann und dementsprechend ein bisschen sein Portemonnaie aufbessert. Schnelle offensive Flash Richtung Mitte. Nächstes raus ist der Smoke. Ganz sicher, ob da vielleicht noch jemand mit der Close steht, aber das haben sie gut eingenommen. So, jetzt ist die große Frage, was kann man damit machen? Man hat die Mitte, man könnte dann eben einen Argo spielen, zum Beispiel über die Mitte splitten oder vielleicht ein bisschen aus der Situation raus noch B gehen. Alle Möglichkeiten offen, Mitte-Kontrolle ist das A und O hier auf Cash. Dennis sucht aus der Main vielleicht nach seinem ersten Frag. Da oben steht Pronox. Ja, ein bisschen glücklich besser gezielt. Pronox nochmal Richtung kurz gezielt. 2 gegen 4. Speedy kann sich durchsetzen. Beide haben schon viel AP verloren. Und Olaf Meister hat unglücklich Speedy noch erwischt. 7:3. Die Runde war alles andere als knapp. Die war sehr, sehr deutlich an Fnatic. Pronox, down, Dennis hat ihn. Das könnte vielleicht wieder den Entry Richtung B möglich machen. Zum Beispiel diesmal hat sich entschieden, den A-Spot ein bisschen zu vermeiden. Das hat eben sehr viel Unglück gebracht. Crims wirkte deutlich verwirrt. Aber Fnatic kann die Gelegenheit schon nutzen und ordentlich aufrotieren. JW ist auch schon dran. Und ich glaube nicht, dass sie so früh in der ganzen Geschichte hier schon den Schachtgang wirklich abdecken können. Dazu fehlt ihnen schlichtweg die Manpower so ein bisschen. JW kriegt seine Gelegenheit. 8:3. Horchen, was Penta. Aber diesmal schieben sie eigentlich so sagt. B, Alter. Wartet erstmal ab, dass ich am B was. Oh, da scheint die Stimmung ein kleines bisschen eingebrochen zu sein. Game ist halt nur. Mich hat der getötet. Ja, das war geht gar nicht, der hat in die Box geaimt. Könnte hey. Dann weg. Hey, achso, nee. Ja, dann keine Ahnung, ich hab den Bot getötet, ich weiß nicht, wer das war. Ja, das ist ein anderer. Dann war es ein anderer, ja, das war ein anderer. Guck mit, ob da was ist. Hat sie wieder gesmoked. Also da wird auch ordentlich diskutiert. Die Stimmung scheint schon ein bisschen angeschlagen zu sein. Ich hoffe, dass Penta sich dadurch nicht zu sehr beeinflussen lässt. Der W, da ist ein kleines bisschen übermütig gewesen. Und von Penta seine AK hier. Ich weiß nicht, was Nexter versucht hat. Wird vielleicht aus der Smoke rauspushen. Alter Stern, Pronox abgezielt. Trouble down. 9:3. So, jetzt geht's in die nächste Waffenrunde. Und dann sind wir mal gespannt. Crystal könnte sich die AWP leisten, wenn er dann auf alles andere verzichtet. Aber ansonsten gibt's wohl AK. Na, er wird die AWP auch spielen. Oder vielleicht an Dennis weitergeben. Ah, auch das wieder.
diese Situation, in der man sich so ein bisschen... Ja, auf dem, in der man sich beherrscht und in der Priester dann auch sagt, okay, mach du, du hast das besser drauf momentan. Bisschen schnellen Push. Oh, läuft in JW. Und JW und Ticken schneller. Und das ist eben das Interessante, wenn man da mit der AWP die Mitte gut blocken kann, kann man dem Gegner sehr viele Möglichkeiten nehmen. Sie haben den Schacht schon ein bisschen auf dem Schirm, Speedy. Schade, hat er nicht ganz getroffen. Zwei Spieler gut angeschossen. Speedy hätte sich da fast überlegen können, das mit dem Knife zu versuchen. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat, aber für mich war das komplett grau. Wie immer, Smokes im Client ein kleines bisschen anders als auf dem GoTV. Kann durchaus nicht mal nicht nur ein bisschen, sondern kann sich durchaus ganz gewaltig auch unterscheiden. Nur noch drei Spieler von Fnatic da. Das ist durchaus möglich für Panther. Müssen sich nur in die richtige Richtung orientieren. Pronix hat da wenig HP. Eine Nate könnte es zum Beispiel tun, aber das ist nicht mehr übrig. Throwing Smoke. Smoke kommt. Sie müssen natürlich an Crimson noch vorbei, der sich am Laster schon in Position gebracht hat. Vielleicht nur eins sitzt. Man kann sich da nur in eine Richtung konzentrieren. Speedy ist auf dem B-Spot. Und Flash hat schon alles unter Kontrolle. 10 zu 3. Also ein, zwei Runden mehr wären schon wichtig für Panther. Auch wenn wir davon ausgehen, dass sie vielleicht tätig stark sind. Mit drei Runden, das ist ein bisschen zu dünn. Da muss mehr her. Er versucht mit einem schnellen Weg auf Flasher, wirkt er ein bisschen überrumpelt. Kann sich auch gegen gar keinen mehr durchsetzen. 3 gegen 4 Situationen, sie sind auf dem Spot, die Bombe kann gelegt werden. Das ist durchaus hier noch verteidigbar. Vielleicht kann Trouble dodgen, da kommt noch ein zweiter hinterher. Hat nicht mitbekommen, dass der erste raus ist, aber der hat es genauso wenig gecheckt. Speedy, oh, hat auch nicht genug Schaden gemacht, nur noch Next am Leben. Zwei Spieler gut angeschossen. Frag Nummer 1 sitzt, Speedy, deine Möglichkeit hier zur Legende zu werden. Da läuft er durch den Molotov. Olaf Meister verreckt. Oh mein Gott, und Prolex nur noch mit 2 AP unterwegs. Hätte die Granate nicht ausgeschaltet, dann hätte Speedy das wahrscheinlich überlebt. Und hätte dann dementsprechend den Schuss gegen Prolex vielleicht auch noch setzen können. Ganz, ganz knappe Runde. Schöner Versuch, Richtung B darauf zu kommen. Aber es reicht einfach nicht dafür, auch mal so ein Pünktchen mitzunehmen. Schon die dritte oder vierte Runde, die äußerst knapp war und eigentlich auch an, hätte an Panther gehen können. Die Mitte wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. JW, First Track. JW zum zweiten. Schön aus dem Zoom raus. Hat er mitbekommen, dass links noch jemand steht. Das ist Trouble. Der verabschiedet sich jetzt. Die letzte Runde scheint so ein bisschen glanzlos über die Bühne zu gehen. Keine wirkliche Chance für Panther, da irgendwas draus zu machen. Sie wollte den Molotov vorbereiten, deswegen der Schuss. Rüber geschoben. Molotov könnte auf jeden Fall Crimson ein kleines bisschen rausjagen. Next und Speedy, beide erfolgreich. Schön gemacht. Und aus der Unterzahl, da könnte man noch durchaus noch was machen. Beide haben noch genug HP, um hier den einen oder anderen Spieler mitzunehmen. Oh Gott, jetzt sag mir nicht, dass das laggt. Das sieht so aus, als ob Flasher da jemanden erwischt hat. Oh Gott. Ja, und die letzte Runde, die ist an Fnatic gegangen, so wie das aussieht. Oh je, oh je. Gucken wir mal rein, was die Jungs dazu sagen. Was spielen wir? Full Yolo jetzt oder? Ich weiß nicht, hat einer eine Idee, irgendeine Pistole? Wir pushen halt B, ganz normal. Push, ne, push Tür. Push da bitte Tür. Die zwei Top-Spawns. Sei mir egal, aber
Hey, wir haben keine T-Runde bisher gespielt und wir spielen auch nicht unseren B-Push. Warum trainieren wir eigentlich? Lass doch einfach so spielen wie im Training, ey. Wir haben halt gestern schon den B-Push. Der juckt doch keinen. Also wollt ihr dieselbe Pistole spielen, oder was? Stimmt, das Overlay ja, stimmt nicht, sorry. Ist egal, was ihr wollt halt. Würde aber, dann lass aber nicht boosten, Dennis. Weil das kann man gebt einfach... Gebt ihr beide A, okay? Den Boost kann man am einfachsten countern, wenn ihr B-Pusht, kann man schwer countern. Oh Mann, ihr könnt Tür rein, weil da sind dann maximal zwei. Tür rein, Mann. Außer, außer sie kommen mitten direkt A, dann sind wir halt am Arsch. Ja. Wird sogar eigentlich auf Retake. Lass Doppel-Y gehen, Dennis. Nein, das ist total schlecht, Mann. So, wenn ein... Warum Mann, denn? Ist es schlecht, da kommen nachher Nate. Oh, da scheint einiges an Unstimmigkeit zu herrschen. Geht halt irgendwo auf am A, Mann. Oder wir pushen auch Main, wir pushen einfach hier unten Main. Ja, aber lass Tür. Reden wir doch gerade. Main oder Door? Ja, entscheide du, wo du dich fühlst. Okay. Gut. Lass uns B einfach auch pushen. Jetzt geht rein. Timo. Easy. Ja, wir pushen ja B. Ja. Also, die Jungs haben sich da für einen Push entschieden. Und ich kann es verstehen, sie werden offensiv spielen müssen. Sie werden Fnatic von Anfang an unter Druck setzen müssen. Und ich glaube auch, dass Fnatic sich auch durchaus darauf vorbereitet hat. Sie haben die letzten Spiele gesehen, sie haben Fnatics, sie haben Panthers offensive Pushes auch mitbekommen. Sie haben das ja auch selbst zu spüren bekommen auf Cash. Da bin ich mal gespannt, wie die Schweden darauf reagieren. Sie werden sich was dabei gedacht haben. Für den Fall, dass es zu diesem Duell kommt, werden sie sich schon überlegt haben, wie sie dagegen ankommen. Deswegen, First Round jetzt, Panther. Und wir werden dann gleich einen offensiven Türpush sehen, so wie das aussieht. B wird auch offensiv gepusht. Oh ja, und Fnatic hat damit drei Mann gedeckt. Sind mit drei Mann über Tür gegangen. Dennis, auch ausgeschaltet. Olafmeister ist direkt rausgehüpft. Tech 9 Richtung Laster. Trouble nimmt noch einen mit. Und wenn die First Round hier an die Schweden geht, dann sieht das nicht gut aus für Panthersports. Letzter verbleibender Nex. Erster Schuss sitzt. Und da geht er down. 13 zu 3. Fnatic hat die gute Chance, hier Panthersports rauszuschmeißen. Sie sind schon 1 zu 0 in Führung. Und jetzt gilt es natürlich, eine der nächsten beiden Runden zu holen für Panther. Ich denke, sie werden jetzt Forceball spielen. Und dann vielleicht die nächste auch nochmal. Oder aber macht es vielleicht Sinn, lieber nur eine Forceball-Runde zu spielen, dann einmal voll zu sparen und dann in der 15. oder bei der 15. des Gegners nochmal voll aufzudrehen. Aber vielleicht funktioniert ja die Forceball-Runde. Wäre nicht das erste Mal. Dennis... Ich habe nicht ganz mitbekommen, dass Crimp so schnell zur Tür durchgelaufen ist. Christy ist immer noch unentdeckt. Oh, Christy, das wäre die Möglichkeit gewesen, hier nochmal ein bisschen ins Spiel einzugreifen. Chubby, letzter Verbleibender. Und Fnatic hat gute Chancen. Immer bessere Chancen. Und ich glaube, da hat Fnatic genau gewusst, was da kommen könnte. Chubby. Nochmal Trouble. Kann sich zumindest zwei Leute noch schnappen. Da um die Ecke kommt Pronox. Terrorists win. 14 zu 3. Und ich bin gespannt, was sie jetzt machen. Ich bin gespannt, ob sie jetzt kaufen oder ob da wirklich nochmal diszipliniert durchgespart wird. Und es sieht eigentlich danach aus, als ob hier wirklich eine Eco-Runde ansteht. Ausgeschaltet, sind schon in Überzahl geraten. Und wenn sie Flascher vielleicht über den Haufen rennen können, dann gibt es hier die gute Möglichkeit, aus der Überzahlsituation auch was zu machen.
Und Dennis mit der AK erfolgreich next. Das könnte doch vielleicht die Runde gewesen sein, die sie hier noch im Spiel hält. Orlofmeister, letzte Verbleibende. Kann sich zumindest gegen next durchsetzen, aber vier Spieler bleiben noch vor ihm. Und die Bombe, die liegt da hinten ganz ungünstig. Und ich denke, Penta hat die schon halbwegs im Blick. Orlofmeister. Heiz gegen Chris, wir haben gesessen. Kann Speedy ausschalten. Petter sollte das hier bloß nicht mehr verdammeln. Da steht Dennis, wer gibt ihm den Headshot? 14 zu 4, Panther Sports holt sich die Echo und es war die richtige Echo, die hier funktioniert hat. Kleines bisschen zu unvorsichtig vielleicht von Fnatic. Es gibt den neuen Versuch. Vielleicht muss man jetzt hier die Forceball-Runde von Fnatic erstmal abwehren. Ah, das ist ein bisschen sehr tief. Er den Gegner dort hinten außen vermutet. Da oben links ist jemand durch die Smoke gepusht. Olofmeister mit zwei Headshots unterwegs. Und auch der Frag Richtung B hat funktioniert. Speedy und Troubling nur noch am Leben. Speedy steht mitten auf und auf dem Feld. Das könnte vielleicht die 15. Runde sein. Troublings Position ist spätestens jetzt bekannt. Und dann werden sie ihn natürlich auch ausmoven. Da hat er keine Chance, wirklich noch ranzukommen. Der einzige Weg, den er hat, der führt über vier Headshots. Und ich denke, Troubling wird es sein lassen. Den extra weiten Weg und das ist keiner, den man wird, wenn man versucht, die Bombe zu defusen. Trouble, Überraschung, Olofmeister down. Da kommen sich schon alle auf ihn zu. Für ihn gilt es jetzt irgendwie, die Waffe zu verteidigen. Frag sitzt, schön. Trouble, da geht er down. Crims hat ihn 15 zu 4. Fnatic hat jetzt 11 Matchpoints insgesamt. 11 Runden Zeit, hier den Sack dicht zu machen und ins Halbfinale einzuziehen. Und leider aus deutscher Sicht auch 11 Runden Zeit, um Panther hier aus dem Turnier zu kicken. Max versucht sein Glück direkt Richtung Mitte. Trouble offensiv. Gut Schaden gemacht. Vielleicht nicht ganz um jemanden zu killen, aber es hat zumindest einiges an Damage gemacht. Next hat auch ordentlich jetzt bekommen. Das fliegen natürlich noch einige Schüsse Richtung Schachtgang. Wenn er da noch eine Granate abbekommt, dann könnte es das schon gewesen sein. Und da ist Dennis offensiv. Das ist dieses offensive Spiel, was ich von ihm die ganze Zeit sehen wollte. Aber es kann halt sein, dass es nicht mehr dazu kommt. Es kann sein, dass einfach nicht mehr genug Runden vorhanden sind, um dieses schöne, aggressive Verhalten von Dennis da noch zu sehen und regelmäßig mitzubekommen. Pornax. Dicker Headshot Richtung Sport. Jetzt kommt Dennis da von der Seite. Er hat die Bombe gekillt. Und wenn er Flasher hier mitnimmt, dann könnte das nochmal die Runde sein. Jawohl, schön gemacht. Bombe down. Und Dennis rettet sein Team hier vielleicht nochmal über die Runde. Pornax Olofmeister. Olofmeisters Position sollte halbwegs unbekannt sein. Christy hat aber trotzdem so ein bisschen auch Fokus in die Richtung. Dennis nochmal vor B sauber ausgeführt. Also. Noch verabschieden wir uns nicht von Panther. 15 zu 5. Wir hatten es vorhin im Voice. Full YOLO-Mode. Ich denke, der ist jetzt angesagt. Okay, danke. Wird da gar nicht gefeiert. Nicht mal ein bisschen bei Penta. Pushen wir wieder. Okay. Zumindest wirken sie noch konzentriert. Dennis mit der AWP da jetzt am Schauen. Grenade out. Flashbang. Pass auf, dass du dich da nicht picken lässt. Die Gegner haben nur Pistolen. Oh, Dennis, wichtig. Schön gemacht von Dennis. Speedy ist da, um ihn zu unterstützen. Und damit sollte sie das halbwegs unter Kontrolle haben. Jawohl. Sauber abgewehrt. Nicht ganz ungefährlich, was Dennis da gemacht hat mit seiner AWP.
Hat natürlich riskiert, dass er das Ganze Teil da auch nochmal abgibt, dass er die AWP los wird und vielleicht Fnatic damit den Schlüssel in die Hand drückt. Also es ist nicht ganz ungefährlich, was er da macht. Jetzt hätte er wieder mehr Rechtfertigung für offensive Geschichten. Panthers unterwegs Richtung B und Fnatic scheint sich den Arsball ausgesucht zu haben. Speedy muss schauen, dass er einfach noch ein bisschen Schaden macht. Das war wirklich nur ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Jetzt kommt der Rest der Panther-Truppe dazu. Flasher hat nochmal jemand mitgenommen. Take 9. Es sind natürlich einige Schüsse, die da in die Landschaft gefeuert sind. Panther muss jetzt langsam den Zugriff starten, wenn sie nicht bald an die Frags bekommen. JW von Kurz macht er den Backstep. Zwei Leute hat er schon. Trouble versucht durchzudiffusen. JW hat seinen Mate, aber Trouble kommt damit auf jeden Fall durch. Die Zeit ist ausgelaufen. Bombe ist durch, 15 zu 7. Immer noch die Rettung für Panther Sports, aber das ist doch viel zu knapp für eine Eco. Sie haben riskiert, Richtung B-Offensiv zu gehen. Und wie zu erwarten, ist Dennis hier derjenige, der die meiste Arbeit macht, gerade auf der CT-Seite. JW, schaut mal, ob er jemanden findet. Kann ganz gut auch Richtung Kurz schauen. Was? Achso, Caster Camera. Und Flasche hat seinen First Strike am B gesetzt. Sie haben Dennis wieder machen lassen. Sie haben wieder dieses offensive Spiel zugelassen, was ihnen so oft die CT-Runden beschert haben. Und diesmal ist er direkt an Flasche gescheitert. Im entscheidenden Moment, wo es drauf ankommt, kommt er nicht durch. Speedy ist da offensiv. Olafmeister hat sie die ganze Zeit da sitzen lassen. Hatte gehofft, dass vielleicht noch jemand kommt oder sich eine bessere Gelegenheit ergibt. Panthers hier deutlich in Unterzahl geraten. JW auch mit dem Frag. Zwei Leute noch auf A. Und wenn das hier in die Hose geht, wenn die beiden Panther-Spieler fallen, dann ist Fnatic im Halbfinale. Letzte Möglichkeit. Next geht down. 16 zu 7. Fnatic gewinnt. Und zieht ins Halbfinale ein. Panther Sports damit raus aus dem Turnier. GG, well played. 2 zu 0 für Fnatic. Aber was soll man weiter...